einen Einblick daran geben zu können, wie unsere Erfahrungen an der Universität Vechta so aussehen. Wir sind in dem Fall so eine, ich würde mal sagen, bunt gemischte Graswurzelbewegung in gewisser Weise, die aus 4 Personen besteht. Kira Baresel ist vor allem in einem Projektkontext tätig und beschäftigt sich mit digitalen Prüfungen, die ja in gewisser Weise herausfordernd sind für KI. Wir haben Benjamin Möbus, der sozusagen Lehrender in den Erziehungswissenschaften ist und sich da ganz viel mit KI beschäftigt. Lars Gerber, der in der Hochschuldidaktik tätig ist, genau, und ich habe die Jüngere Professur für Mediendidaktik und beschäftige mich sozusagen in dem Rahmen dafür. Genau, die Frage, wo man diesen Leuchtstreifen her hat, das muss ich vielleicht ganz kurz kommentieren, auch, Jan schickt da gerne die Links rum, man kann den wohl unmittelbar über Amazon bekommen und man kann den sich dann hier so rantackern, genau. Entschuldigung, ich musste auf den Chat ganz kurz eingehen. Die Idee, warum wir das sozusagen heute hier vorstellen, ist folgendermaßen, wir erleben einerseits ja eine Form von Debatte darüber, welche Potenziale KI in gewisser Weise eröffnet. Diese Debatte ist in gewisser Weise nicht neu, die erleben wir immer wieder bei Bildungstechnologien. Und was wir aus früheren Bildungstechnologien wissen, ist, dass diese Versprechen sich nicht immer unmittelbar einlösen. Und deshalb haben wir gedacht, wir reden einmal darüber, welche Erfahrungen wir jetzt eigentlich an der Universität Vechta sammeln konnten, im Sinne von, inwiefern werden diese Potenziale, die diesen Technologien als transformative Kraft zugeschrieben werden, dann eigentlich eingelöst. Und im dritten Schritt würden wir gerne so einen Einblick geben, beziehungsweise mit Ihnen und euch ins Gespräch kommen. Wie läuft das eigentlich bei euch? Also ist die Uni Vechta da speziell besonders oder sind die Erfahrungen, die wir machen, vielleicht ganz anschlussfähig an das, was sozusagen auch an anderen Universitäten so läuft. Genau, ich erzähle so 18 Minuten und dann noch und dann können wir gerne einmal ins Gespräch kommen. Jan wird das entsprechend dann auch moderieren. Vielleicht so viel erstmal vorneweg. Genau, in aller Kürze, hoffnungsvolle Diskurse, das wird jeder mitbekommen haben. Es gibt von der öffentlichen Debatte bis zur wissenschaftlichen Debatte sozusagen Utopien und auch Dystopien. Wir haben jetzt hier einfach nur so ein paar Beiträge oder besser, so, wenn man so will, die Überschriften einmal rausgepickt. Die reichen sozusagen von so Formulierungen vom Game Changer zum Ende der Hausarbeit, also von der fundamentalen Änderung, die auch mit so Revolutionsmetaphoriken sozusagen einhergeht oder die Bedeutung von Evolutionsschritten, die sozusagen angemarkert wird. Wir haben so Beiträge, die eben diesen Begriff vom Game Changer bedienen, beziehungsweise wie man sich vom Hörsaal zum Chatbot bewegt, aber auch gewisse Ängste, die mit dem Ende der Hausarbeit als klassisches und etabliertes Prüfungsformat so einhergehen. Also das ist, was man so, glaube ich, in den letzten 12 Monaten in unterschiedlichen Konstellationen in fast allen klassischen Medienformaten, aber eben auch in speziellen Portalen finden konnte. Marco, ganz kurz. Ja. Man kann die Folie, glaube ich, noch nicht sehen. Vielleicht nicht. Hatten wir die nicht schon live? Okay, ja, danke, dass du unterbrochen hast. Das ist ein guter Hinweis. Dann machen wir das so. Entschuldigung. Super, danke. Perfekt. Genau, also vielleicht das jetzt als Einblick in die wilde Landschaft der Überschriften, die man sich sozusagen im digitalen Medienraum anschauen kann. Man findet dazu auch mittlerweile eine ganze Reihe von Publikationen, die in ähnlicher Weise funktionieren. Also es gibt viele Debatten darüber, was man an Versprechen auf seiner didaktischen Mikroebene sozusagen identifizieren kann, von einer Form von Individualisierung von Lehr-Lern-Angeboten. Das reicht dann sozusagen im Schulkontext zum Beispiel zu dem antizipierenden Physikschulbuch, was in dem Fall ein Beispiel aus einem BMBF-Projekt war. Portale, die sozusagen Feedback anbieten, Peer und Feed.ai, aber eben auch Untersuchungen, die quasi mit verschiedenen Sets arbeiten, im Sinne von, wir haben so und so viele Studierende damit unterstützt, so eine Art von, die nennen das dann Personal Sequence im Sinne von persönliche Anleitung, wann sie was eigentlich bearbeiten müssen, um zu gucken, ob die den Studienerfolg sozusagen damit erhöhen.
Diese Effizienzsteigerungen gibt es nicht nur auf der Ebene von Studierenden, sondern eben auch auf der Ebene von Lehrenden, im Sinne von der Entlastung von Routinetätigkeiten, aber auch Impulsen von neuen Lernformaten. Die SWK hat ja so eine Formulierung, wir sind da gerade in so einer Umbruchsphase. Da müssen wir uns sozusagen auf was Neues ruhig einstellen mit einer offenen Fehlerkultur. Es ist spannend, dass sie das nur dafür formulieren, aber wer sich mit so bildungstechnologischen Versprechen weiter auseinandersetzen will, kann ich die LearnTech nur empfehlen. Da findet man, glaube ich, neben auch wirklich guten Beiträgen zumindest allerhand Marketing-Sprech, was so Technologieanbieter verkaufen wollen. Auf der Ebene von bildungstechnologischen Versprechen sind wir aber nicht nur auf der Ebene von einer Mikroebene, sondern auch eben auf so einer sehr globalen Ebene wie Reduktion sozialer Ungleichheit bei Bildungsfragen. Genau, mit diesen Versprechen, die man ja sozusagen in unterschiedlicher Weise begegnen, haben wir uns nun versucht, in unterschiedlichen Konstellationen auf den Weg zu machen. Und darüber würde ich jetzt gerne einen Einblick geben, wie läuft das eigentlich bei uns an der Universität Vechta? Und wir haben so eine Art Praxisbericht vorbereitet, der so ein Stück weit Einblick darin geben soll, was an unserer Universität so passiert, dass man so eine Art Überblick bekommt, wie kann man das so auf so einer Hochschulebene eigentlich versuchen reinzukriegen, und rein meine ich in dem Fall die Auseinandersetzung mit KI als Thema, als auch als Instrument. Wir haben jetzt hier so ein relativ klassisches, wenn man so will, Bildungsinstitutionsentwicklungsschema genommen, was eigentlich aus dem Schulkontext kommt, aber schien uns ganz brauchbar, um so verschiedene Dimensionen einmal darzustellen. Bei der Organisationsentwicklung würde ich vielleicht einmal so anfangen, dass man, also falls man die Weltstadt Vechta noch nicht kennt, so eine Idee davon bekommt, wo Vechta liegt und was wir sozusagen an Rahmenbedingungen haben. Genau, hier unser Werbeslogan ist nicht nur viel grün, auch wenn es sehr ländlich gelegen ist zwischen Bremen, Osnabrück und Oldenburg, ist es eine Uni in Deutschland, eine der kleinsten, wenn gerade nicht sogar die kleinste, was die Studierendenanzahl betrifft. Wir haben unterschiedliche Forschungsschwerpunkte. Ein zentraler ist eben in der Lehr-Lern-Forschung. Wir haben relativ viele Lehramtsstudierende bei uns und wir haben so ein Stück weit Rahmenbedingungen, die es nicht ganz einfach machen. Zum Beispiel haben wir keine, wenn man so will, ausfinanzierte Serviceeinrichtung für Hochschuldidaktik oder also kein E-Learning Center, was man generell vielleicht so kennt aus dem Zusammenhang. Das vielleicht als eine Orientierung. Und wenn wir Impulse setzen können, dann funktioniert das meistens über Drittmittelprojekte. Also ich meine, da sind wir dann doch nicht so anders wie andere Unis, aber vielleicht, dass man so eine erste Einschätzung bekommt. Nun, wie ist das Thema bei uns gestartet, wenn man so will? Als, ich nenne es jetzt mal übergreifendes Thema, ist sozusagen ein tatsächlich auch Impuls aus einem Drittmittelprojekt, dass wir dazu übergegangen sind, hochschuldidaktische Stammtische, wenn man so will, oder man kennt das auch aus so hochschuldidaktische Frühstücksformate und so, das einzuführen. Und wir hatten quasi den ersten Stammtisch gerade zum Thema ChatGPT in der Lehre, 20. April 2023 war das. Und das war ganz spannend, weil sich gleich, glaube ich, fast 30 Leute sozusagen für das Thema interessiert haben. Wenn man sich erinnert, wir haben gar nicht so viele MitarbeiterInnen, also das war irgendwie eine ganz gute Quote. Und in dem Rahmen entstand eigentlich sozusagen die Kerngruppe, wie wir sie jetzt hier auch gerade bei uns im Rahmen sehen, die sich dann quasi auf den Weg gemacht hat, sich mit dem Thema sozusagen zu beschäftigen und versucht, das sozusagen als Organisationsentwicklungsthema auch an verschiedenen Stellen zu platzieren. Das reichte dann in unterschiedlichen Formaten, sowas wie, wir wurden eingeladen oder haben uns selber eingeladen in den verschiedenen Studienkommissionen unserer Fakultäten, wenn man so will. Wir waren in zentralen Studienkommissionen, wir waren in, Kira und Benjamin waren gerade in so einem Prüfungsausschuss von einem Studiengang, wir waren in der, wenn man so will, dem Präsidiums-Jurfix und sind da sozusagen so durchgelaufen und haben versucht, für diese Thematik zu sensibilisieren. Und was schon ein spannendes Format für uns dann war, ist, dass wir immer gesagt haben, ja, wir bräuchten das, das wäre doch super, wenn man sich damit weiter beschäftigen. Und alle Gremien immer gesagt haben, ja, super, macht das doch. Wir ja aber eigentlich nicht unbedingt sozusagen, wenn man so will, dass unsere Haupttätigkeit ist, eine neue Bildungstechnologie als Programm quasi in eine Universität einzuführen. Und wir haben einerseits eine Bestärkung daran gegeben bekommen, sich damit weiter auseinanderzusetzen und gleichzeitig funktionieren so Gremien mitunter eher einer Verwaltungslogik, die jetzt nicht unbedingt offen ist für Innovationen. Also uns wurden keine Steine in den Weg gelegt, aber es war so ein bisschen wie,
Ja, wenn ihr so eine tolle Frage habt, dann arbeitet doch auch an der Antwort. Ich spitze das mal ein bisschen salopp zu. Aber dass man so eine Idee davon bekommt, wie das bei uns funktioniert hat. Wir haben aber auch durchaus sozusagen Erfolge dadurch generieren können, als so eine kleine Bottom-up-Gruppe, sehr heterogen zusammengesetzt. Zum Beispiel konnten wir irgendwie initiieren, dass es eine interne Förderausschreibung gibt für innovative Projekte, die dann das Thema KI in diesem Rahmen hatte. Das mag jetzt nicht so super innovativ sein, aber zum Beispiel hat sich die ZSK eben gefragt, was wollen wir denn eigentlich fördern? Da konnten wir was platzieren. Und was sozusagen in der Entwicklung sich gerade befindet, ist eine Form von KI-Hub, was im eigentlichen Sinne erstmal eine Art Webseite darstellt, aber sichtbar macht, was sozusagen die verschiedenen Aktivitäten bei uns an der Universität denn eigentlich sind, wie man mit uns sozusagen in Kontakt kommt und so weiter. Genau, das vielleicht so als, was so die gesamte Organisation betrifft. Und jetzt würde ich auf diese einzelnen Bereiche vielleicht so ein Stück weit zu sprechen kommen. Denn ein paar Sachen sind aus unserer Sicht ziemlich gut gelungen und ein paar Sachen haben wir ziemliche Schwierigkeiten oder Herausforderungen. Und die würde ich jetzt immer so, was ist uns gelungen, was ist so herausfordern, damit wir darüber vielleicht ins Gespräch kommen können. Kooperationsentwicklung lässt sich verstehen als sozusagen die Zusammenarbeit von Menschen über den eigenen Arbeitskreis, wenn man so will, hinaus oder der sozusagen Professur, in der man angestellt ist oder sozusagen der Organisationseinheit, in der man tätig ist, wenn man zum Beispiel in so einer hochschuldidaktischen Arbeitsstelle arbeitet. Und was aus unserer Sicht total gut funktioniert hat, ist so eine Form von Handreichung oder Orientierungsmaterial tatsächlich in einer kollaborativen Art und Weise erstellen. Das fing damit an, wir hatten, wie gesagt, diesen Stammtisch, wo 30 Personen drin waren und da war sozusagen die eine Erkenntnis, wir müssen uns damit weiter auseinandersetzen. Daraus ist so eine Art Metamost-Gruppe entstanden, wo mittlerweile 60 Personen sozusagen Mitglied sind. Zur Erinnerung, unsere Universität hat nur so ungefähr 300 MitarbeiterInnen, wenn ich das vielleicht nochmal ganz kurz so ungefähr einbringen kann. Kira, Lars, Benjamin, korrigiert mich da gerne. Dann haben wir versucht, okay, wir wollen so eine harte Handreichung erstellen, aber die unterschiedliche Perspektiven beinhaltet. Und da ist es uns dann auch gelungen, dass Studierende sozusagen mitgewirkt haben, Menschen aus der Studiengangsverwaltung, dass man so die unterschiedlichen Perspektiven einmal sichtbar machen konnte und daraus ein Papier entstanden ist, was dann quasi im Oktober, wenn ich mich recht erinnere, zum Wintersemester 23, 24 zum ersten Mal per Mail verschickt worden ist. Da ist dann auch so ein Stück weit bei geblieben. Genau, aber dazu komme ich sozusagen später noch mehr zu. Und wir haben innerhalb dieser 60-Personen-Gruppe dann immer wieder so Gruppierungen von Menschen, die zusammen was Neues machen. Also zum Beispiel ist eine Podcast-Reihe mit entstanden über unsere zentrale Studienberatung. Wir haben in unterschiedlichen Konstellationen so ein 45-Sekunden-Glossar, wo wir zum Beispiel das Thema, was ist KI, was ist eigentlich ein Prompt, versucht haben zu erklären. Wir haben eine Ringvorlesung, die entstanden ist. Wir haben Workshop-Angebote. Also es ließ sich allerlei initiieren, wo wir versuchen, quasi die ganze Universität mitzunehmen. Und gleichzeitig haben wir so eine Art außeruniversitäres Netzwerk, was sozusagen am Land Niedersachsen tätig ist und darüber auch ganz viel versucht zu vernetzen. Die Schwierigkeit ist nun folgendes. Also wir haben in gewisser Weise Vernetzungsmöglichkeiten, auch zum Beispiel über diese Tagung jetzt aus hinaus. Wenn man aber so eine kleine Gruppe ist von Personen, ist es super vielfältig, das in gewisser Weise und auch schwierig abzuarbeiten. Also wenn ich sozusagen an jeder Vernetzungstätigkeit teilnehme, habe ich eigentlich nicht mehr die Möglichkeit oder nur begrenzte Möglichkeit, das tatsächlich auch dann bei uns zu implementieren, abzuarbeiten und so weiter. Also zum Beispiel dieses niedersächsische Netzwerk, glaube ich, 4 oder 5 Teilgruppen. Jetzt sehen Sie uns, wir sind sozusagen ja nur 4 Personen, die das so hauptamtlich mitbespielen. Das macht es nicht so ganz einfach. Und was bei uns auch ein spannendes Phänomen ist, ist sozusagen die Projektmittel. Das wird uns auch interessieren natürlich, wie das an anderen Universitäten abläuft. Wir haben einerseits die Gelegenheit, dass wir dadurch spannende kooperative Anträge, zum Beispiel zwischen Digital Humanities, Mediendidaktik und Medienforschung generieren können. Und gleichzeitig gibt es so unterschiedliche Interessen, dass nicht jeder Call mit jedem geteilt wird, weil man Sorge hat, sich gegenseitig in gewisser Weise die Mittel wegzunehmen. Also Kooperation funktioniert partiell ziemlich gut, aber ist sozusagen auch nicht so ganz trivial. Auf der nächsten Ebene Personalentwicklung, vielleicht auch so eine Situation, die wir erleben. Und da würde uns auch interessieren, wie das funktioniert, das eigentlich bei anderen Universitäten.
Wir haben die Variante von diesen zum Beispiel hochschuldidaktischen Stammtischen, was ja ein übliches Format ist. Da haben wir jetzt zum Beispiel das Dilemma, dass das Projekt, was das organisiert hat, jetzt im Jahr endet. Wir haben eine Fortbildungsreihe zum Thema Selbststudium gestalten. Auch dieses Projekt endet dieses Jahres und damit enden in gewisser Weise bei uns auch immer die Aktivitäten. Und so haben wir zwar im Moment so ein sehr reichhaltiges Angebot. Also wir haben jetzt, wenn man sich hier diese Kacheln, die man vielleicht so grob erahnen kann, relativ viel Veranstaltungen für, wenn man so will, die ganze Hochschulgemeinschaft, für spezifisch Lehrende und so weiter. Es ist aber nicht so, dass das jetzt langfristig in irgendeiner Form gesichert wäre, dass wir das regelmäßig anbieten können. Also im Moment ist es ziemlich cool. Es ist aber nicht auf Dauer in gewisser Weise angelegt. Das wäre eine Herausforderung. Eine andere Herausforderung, die wir erlebt haben, ist, wenn man das praktisch erfahrbar machen will, ohne Menschen zu nötigen, an so, wenn man so will, Konzernen wie OpenAI die Daten rauszugeben, ist so ein datenschutzkonformer Zugang erstmal eine praktische Voraussetzung, um das überhaupt erlebbar zu machen. Dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr, weil auch sowas, ich weiß nicht, Sie werden das vielleicht kennen, ist nicht so ganz trivial, mit einer IT-Abteilung zu besprechen, wenn auch die IT-Abteilung nicht so personell gut ausgestattet ist. Und was wir erleben, wenn wir jetzt auf diese Personalentwicklung aber nochmal im Spezifischen gucken, ist, dass wir allgemeine Veranstaltungen funktionieren bei uns super. Also der allgemeine hochschuldidaktische Stammtisch mit 30 Personen eigentlich ausgebucht. Wir haben den jetzt zweimal gemacht, war beide Male ziemlich gut besucht. Wir haben Veranstaltungen jetzt für Personal in Technik und Verwaltung angemacht. Die sind auch jeweils ausgebucht. Wir haben nebenbei eine Fortbildungsreihe für Lehrkräfte. Das ist ja einer unserer Schwerpunkte. Die allgemeinen Veranstaltungen sind auch ausgebucht mit 50 Personen. Wenn wir jetzt spezifische Angebote machen, zum Beispiel zum Thema KI und Fake News, da werden wir dann von 7 Personen aus der Region sozusagen angefragt. Und was auch spannend ist, wir haben so eine auf Diskussion angelegte Ringvorlesung, die auch über YouTube gestreamt wird, wenn man so will. Let's Talk About KI heißt die. Und die wird aber nicht wirklich diskursiv wahrgenommen, sondern die Menschen schauen sich das vor allem asynchron am Ende sozusagen an. Also wenn live irgendwie 30 Personen online zugeschaltet sind und 20 Personen vor Ort, dann ist das irgendwie schon für uns ganz gut. Es schauen dann aber mehrere hundert das danach an und das ist so ein bisschen irritierend. Also freut uns natürlich super. Es ist aber nicht so, dass es quasi tatsächlich mit einer großen Masse an Diskussionen kommt. Auch deshalb sind wir heute hier, um diese Diskussion fortzuführen. Im Bereich Datenschutzentwicklung beziehungsweise eher Technologie entwickeln, um datenschutzkonforme Erfahrungsmöglichkeiten zu schaffen. Hier vielleicht nochmal ein Einblick, was wir machen, und das ist durchaus üblich, an verschiedenen Universitäten eine Art allgemeinen Zugang zu bieten, der quasi über die Uni-ID funktioniert. Wir nehmen in dem Fall Hawki. Hawki ist quasi eine Art Interface, was man bei sich installieren kann. Wenn man das mit dem Login-Anbieter sozusagen verknüpft, hat man die Möglichkeit, eben mit dem eigenen Login der Universität zum Beispiel in dem Fall jetzt auf ChatGPT 3.5.4 und 4.0 zuzugreifen. Man braucht dafür ein OpenAI-Konto und bezahlt das am Ende mit Geld. Da haben wir jetzt vielleicht auch das kurz als so Einblick. Das Projekt haben wir versucht umzusetzen, diesen Zugang seit Dezember. Seit Dezember läuft es auch. Wir haben jetzt eine Finanzierungszusage vor, glaube ich, das haben wir jetzt den 5. vor 6 Tagen sozusagen bekommen, dass wir das weiter betreiben dürfen. Und vorher bezahlt man das sozusagen aus dem einen oder dem anderen Konto der Menschen, die jetzt irgendwie bei uns dann aktiv sind. Also das vielleicht so, wie funktioniert das? Ähnlich ist das mit Schul-KI. Das läuft bei uns über ein Medienkompetenzzentrum, was ein Kooperationsprojekt zwischen Landkreis und der Universität ist, wo wir vor allem Menschen in der Lehrkräftebildung Zugang öffnen können. Und die Gesellschaft für, das ist eine gute Frage, wie eigentlich diese Abkürzung ist, die sitzen in Göttingen, die stellen sozusagen Dienst für Niedersachsen zur Verfügung. Das ist auch ganz spannend, da kann man auf OpenAI und so weiter zugreifen, die sagen aber eigentlich auch gar nicht, wie das finanziert wird. Das ist ein ganz spannendes Format, wenn sie in Niedersachsen sind, kann ich das mal empfehlen. Außerhalb von Niedersachsen sind die OpenAI-Sachen nicht mehr zugänglich, aber man kann auf die eigenen Modelle, die Göttingen sozusagen zur Verfügung stellt, immer noch zugreifen.
Genau, auch da aber die Schwierigkeit, also man braucht den IT-Support oder besser gesagt das Rechenzentrum, ohne das funktioniert es nicht, wenn man das uniweit sozusagen aufsetzen will. Und es ist eine total rasante Entwicklung. Also das Hawk-Interface wurde jetzt sozusagen, hat ein Update gegeben. Wenn dieses Update dann nicht aufgespielt wird, hat man eine gewisse Problematik irgendwann, weil es parallel noch andere Anbieter gibt, die quasi sozusagen besser mitunter funktionieren. Und wenn man so eine Art inklusiven Zugang haben will, wäre es ja irgendwie auch ganz gut, wenn das Ganze funktional ist. Also Osnabrück hat zum Beispiel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eine ähnliche Anwendung. Die Interfaces sind meistens auf GitHub sozusagen frei zugänglich. Man muss sie aber am Ende natürlich implementieren. Und Datenschutzgrundverordnung ermöglicht, also diese Anwendung ermöglichen es zwar, dass ich ohne meine persönlichen Daten in gewisser Weise das Ganze nutze, weil OpenAI weiß am Ende nur, das kommt halt jetzt von der Uni Vechta, wenn ich das ganz richtig verstanden habe. Gleichzeitig ist es so, dass wenn ich persönliche Daten eingebe, wie mein Name und so weiter, das am Ende natürlich trotzdem über die Server von OpenAI verarbeitet wird, wenn man sich quasi den Dienst ChatGPT 4.0 sozusagen auswählt. Insofern, so ganz ohne Workshops funktioniert es nicht. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, wenn man so ein eigenes Interface anbietet, ist man gemäß einer Richtlinie auch verpflichtet, entsprechende Angebote zur Nutzung anzubieten. Genau, und das Letzte vielleicht in aller Kürze noch einmal. Wir machen das ja eigentlich vor allem auch dazu, um unsere Lehr-Lernkultur ein Stück weit weiterzuentwickeln und erleben da sozusagen ein ziemlich heterogenes Bild, sage ich mal. Also Lehramtsstudierende im Master haben wir sozusagen die Bandbreite auch im Jahr 2024 noch, dass es Menschen gibt, die das noch nie erlebt haben, beziehungsweise tatsächlich auch noch nie ausprobiert haben, bis zu Menschen, die es täglich nutzen, kein E-Mail mehr alleine schreiben. Wir lassen unsere Studierenden gerne Metaphern entwickeln, um so eine Art Idee davon zu bekommen, was sind eigentlich deren Vorstellungen, und das reicht eben von so einem täglichen Lernassistent bis zu KIs wie Abschreiben im Bus, weil es als Metapher dafür sozusagen fungiert, sich selber nicht mit einer Sache auseinandersetzen zu müssen, aber die Lösung präsentieren zu können, als wäre es die eigene. Und wenn man so eine Vorstellung von einem System wie ChatGPT oder anderen sozusagen textgenerierenden Plattformen hat, genau, dann erkennt man, glaube ich, selber noch nicht so ganz das Potenzial, was das mitunter bietet. Und was wir erleben, ist eine hohe Unsicherheit im Umgang mit Prüfungssituationen. Das wird uns zumindest gespiegelt aus der ZSK, dass viele Anfragen dahin kommen. Soll ich meinen Hochschullehrerinnen eigentlich fragen, dass ich KI nutzen darf oder eben nicht, wenn es zum Beispiel darum geht, Hausarbeiten zu produzieren? Genau, und bei Hochschullehrenden sieht es genauso aus. Also die einen sagen, habe ich noch nie probiert, weiß ich nicht, müsste ich mich eigentlich mal mit auseinandersetzen. Und anderen sagen, also ich nutze auch das zum Texte produzieren, wenn ich zum Beispiel eine redaktionelle Prüfung brauche, eine Übersetzung und so weiter. Wir haben aus meiner Sicht sozusagen spannende Erfahrungsberichte, wobei unsere Hochschullehrerinnen so ein Stück weit zögerlich sind, das auch sichtbar zu machen, wenn es zum Beispiel darum geht, Unterrichtsplanung mit KI zu machen und das mit Studierenden zu diskutieren. Wobei wir jetzt in der Arbeit sind, ist sozusagen das transparent sichtbar zu machen, und da erleben wir auch, also zum Beispiel in Form von einer KI-sensiblen Eigenständigkeitserklärung in den Fächern, dass die auch tatsächlich genutzt wird und nicht nur da liegt, das zu thematisieren, das ist nicht so ganz trivial. Und wenn wir sozusagen so global Abfragen stellen, kriegen wir im Prinzip kaum Rückmeldung, wenn es darum geht, zum Beispiel, wie nutzen Sie eigentlich KI in XY, dann haben wir da kaum ein Feedback. Genau, also vielleicht nochmal Lessons learned in a nutshell, und jetzt versucht so ein Stück weit zu abstrahieren. Also diese Formulierung, die wir am Anfang da mal drüber geschrieben haben, ist aus unserer Sicht wie bei vorherigen Bildungstechnologien kein Gamechanger, womit sich so eine Bildungsinstitution wie jetzt eine Hochschule von alleine quasi technikdeterministisch auf den Weg macht, sich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen. Das ist eher wie so ein relativ stabiler Tanker. Und die Frage ist, wie man sozusagen diesen Kurs so ein Stück weit ändern kann. Aus unserer Sicht haben wir schon die Möglichkeit, in so einem Bottom-up-Approach ein Stück weit was zu erreichen. Gleichzeitig erleben wir das auch als Herausforderung, in so prekären Verhältnissen sich mit rasanten Technologien auseinanderzusetzen oder rasant entwickelnden Technologien, wenn man so will. Weil wenn jetzt zum Beispiel, ich habe das versucht, an den Projektenden zu zeigen, die Menschen, die die Expertise haben, mit dem Projekt auf die Universität verlassen, es super schwierig ist, wenn man keine institutionelle Anbindung von zum Beispiel Hochschuldidaktik, E-Learning Center und so weiter hat, dieses Wissen, was Einzelpersonen haben, tatsächlich für die ganze Universität zugänglich zu machen.
Genau, das so vielleicht als ein Impuls von einer kleinen Universität, wie sozusagen Hochschulentwicklung funktionieren kann oder welche Herausforderungen sind. Und genau, vielleicht schaffen wir es in den letzten Minuten tatsächlich noch Fragen, Rückmeldungen zu kriegen. Uns würden vor allem diese Fragen interessieren. Und wer Erfahrungen teilen möchte, genau, freue ich mich dazu. Genau, einfach schnell melden. Wir haben noch 3 Minuten. Sorry. Genau, ansonsten, wer jetzt noch überlegt, was er zu fragen hat oder melden möchte, gerne die Möglichkeit nutzen, uns anzusprechen, wenn man irgendwie was zusammen etc. machen will. Genau, und vielen Dank, Stefan Krüger, für den Hinweis an der Stelle. Wo kriegt man euch denn? Uns kriegt man natürlich über dieses tolle System und ansonsten ist hier einmal gleich Werbung für die benannten Veranstaltungen, die ich gemarkert habe. So, und ansonsten ist quasi dieses KI-Hub-Seite, die noch sehr rudimentär ist, quasi ebenfalls hier zu finden und auch darüber genau kann man uns ganz gut kontaktieren. Hoffen wir. Mal schauen, wie das funktioniert. Genau, für den niedersächsischen Austausch bitte einfach über die Academic Cloud gehen. Da gibt es im, der heißt nicht KI, habe ich nämlich immer KI, hab, da gibt es den, weiß es auch nicht. Genau, über die Academic Cloud in die Austauschgruppen und dann in die KI-Gruppe. Und da gibt es dann Arbeitsgruppen. Da will ich hin. HumHub Spaces. Ah ja, sehr gut. Ja. Academic Cloud Hub, so ist es richtig, genau. Academic Cloud Hub, da in die Gruppe KI-Lehre und Studium und Lehre. Und dann gibt es die Arbeitsgruppen zu vielen verschiedenen Bereichen, da sind wir auch mit drin. Dankeschön. Ihr wisst es schon. Weitere Fragen? Okay, dann sieht es ja soweit gut aus. Vielen Dank für eure Zeit. Und genau, dann würde ich mich verabschieden und darf jetzt nämlich direkt in die Lehrkräftebildungs-Fortbildungsveranstaltung. Und genau, wünsche noch eine spannende Veranstaltung. Macht es gut.